Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Charlie von Yusha und wir sind immer noch an derselben Scheißstelle wie vorher. Ich will jetzt ein bisschen versuchen, das zu timen. Das ist zwar nicht so meins, aber genau so timen, dass ich umgebracht werde. Es geht mir gleich viel besser. Pausen sind schön. Und ich hab's geschafft. Und ich hänge damit, ja, muss ich mich hinten dranhängen? Ich brauche einfach nur Timing. Ups. Ups. Ja, ehrlich. Da auch noch. Das war zu doll und zu viel davon. Zu viel des Guten. Ich habe jetzt wieder keine Lust mehr. Oh. Das schaffe ich auch nicht. Das war so klar. Hä, wie soll ich das denn sonst? Das ist ja... Ich muss halt schneller... Ah, ich soll mir Eis hinbauen. Was mache ich eigentlich? Soll ich nur schneller sein und baue mir kein Eis hin? Was? Ups. Ja, nee. Nein, 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 nein. Ja, geschafft. Talent können und war überhaupt nicht schwer. Überhaupt nicht. Ich hoffe, ich bringe jetzt dazu, nur meine Kiste runterzubringen und nicht, dass er mit runterfällt. War nämlich am Anfang nicht so. Also in der ersten Folge, soweit ich mich erinnere. Gut. Und ihn brauchen wir nicht mehr. Und nehmen wir nochmal unsere Fähigkeiten mit. Wieso? Wieso tun die Menschen sowas? Okay. Dann will ich mal was anderes probieren. Das war doch schon mal gar nicht ganz so dumm. Ups. Nein, meine Kiste ist weg. Da muss ich ihn wohl auch töten. Und von vorne. Stirb, 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 stirb. Und da kommt kein neuer? Ehrlich nicht? Seid ihr euch sicher, dass da kein neuer kommen soll? Gut, dann muss ich das wohl doch alleine schaffen. Ich brauche nur nicht. Nein, ich brauche die Kiste. Das muss ich nicht selbst umbringen. Das ist hier vor so einem Selbstmordspiel. Was? Du bist noch nicht tot? Das müssen wir ändern. Gut, dann versuchen wir es nochmal erst. So, dass du mir nur die Kiste bringst. Ne, Bitch? Nur Kiste. Gut. Dann nehme ich mir mal das weg. Rüber. Ich brauche hier ganz viel Eis hin. Mache ich hier auch wieder Eis hin. Und mache ich hier Grün hin. Nein, 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 nein. Wo ist seine Heilkiste? Okay, so lange eher. Nein, nein, ehrlich. Schon wieder? Das war aber meine Dummheit. Gut, dann kann ich eigentlich auch so mich töten. Das scheint nicht so das Problem zu sein. Ja gut, also wie gesagt, das Übliche. Wir müssen hier Eis machen, damit er mir die Kiste runterbringt. Das ist dann Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2, selber deinen Arsch retten. Überall Eis machen. Viel Eis. Damit du sicher bist, dass es auch hier ankommt. Nummer 3. Nein, meine Kiste. Gib mir meine Kiste zurück. Okay, das war jetzt nicht ganz so geplant.
Gut, dann nochmal alles blau machen. Dich nicht bewegen. Wenn du dich bewegst, kommt nichts Gutes bei raus. Überall Eis machen. Und dann hier grün. So, und bitte, Bridge, bring mir jetzt meine verdammte Kiste. Dankeschön. Nein. So. Was sagt ihr dazu? Das war doch gar nicht ganz so dumm. Jetzt bring mich hoch, weit, weit hinaus. Zweites, drittes Level. Ich habe endlich das dritte Level fertig. Yay, Gott sei Dank. Der Scheiß ist vorbei. Aha, sagte sie und musste ins vierte Level. Wenn ich mir überlege, dass jetzt alle Level so schwer werden, dann steigt meine Motivation nicht besonders an. Muss ich mir so eingestehen. Jetzt die Frage, wie weit springe ich? Ich werde mal zu weit. Ah, das geht so. Weg damit. Das war überhaupt nicht assig gemacht. Also manchmal, ne? Frage mir echt, was sie sich hier dabei gedacht haben. Also die Dinger gehen erst los. Gut, dann wird das hier wieder eine Achterbahnfahrt zum Ziel. Jetzt will ich nicht sterben. Dein Ernst? Dein Ernst? Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich mal ganz gekonnt übersehen. Weil ich leider mit den anderen Stacheln gespielt habe. Tut mir ja leid, dass ich mich mit anderen Stacheln beschäftigt habe. Was wieder, was? Das ist so scheiße und alles. Oh Mann, wieso? Wieso tun diese Menschen das? Das sind alles böse Menschen. Entwickler sind alle gemein. Gefährlich. Genauso wie alle anderen Menschen auch, aber. Das war wieder dumm. Ich muss das machen, wenn die noch da sind. Warum kannst du das nicht merken? So wie jetzt. Und ich muss das sogar noch früher machen, wenn die noch da sind. Warte ich noch, bis hier die Stacheln kommen und meine Kiste zerstören. Genau. Oh. Ja, verpisst euch. Kommt wieder. Und jetzt bin ich gefangen zwischen den Stacheln. Verpisst euch. Ich hasse euch. Ihr seid scheiße. So richtig scheiße. Das ist doch nicht. Ne, ich hasse Timing. Ach so. Zieh durch, Digi. Ich weiß, du kannst es schaffen. Ich nenne das Spiel, gucke zu, wie deine Träume zerstört werden. Ja, ich weiß, dass er noch kommt. Ja, mach die Kiste kaputt. Ich hoffe, dich gewartet. Das war zu schnell, zu früh, zu schnell, zu früh, das war zu schnell. Ups. Das wollte ich gar nicht. Das war zu schnell und zu früh. Ups. Ja, der wunderschöne Turm vom Factory ist fertig. Vom Mart Factory ist fertig.
Das war gerade schön laut im Ohr. Das war himmlisch. Ich nehme die Kiste mit nach Hause. Ich habe jetzt entschieden, die Kiste mit nach Hause zu nehmen. Ehrlich, das sah so gut aus. Und ich kann das Ding da unten nicht mal wegdrücken. Und Timer habe ich auch nicht angemacht. Gut, dann mache ich kurz eine Pause. Hey, und willkommen zurück nach einer kurzen Pause von 3 Wochen. Ja, ich hatte mitten in der Folge aufgehört. Und bin einfach nicht dazu gekommen, weiterzumachen. Und ich habe gar keine Lust, weil das ist seltsam, wenn du neben mir sitzt. Ich wollte gerade fragen, ob ich den Timer anmachen soll, aber ich finde die Uhr nicht. Die Uhr eigentlich nicht. Habe ich auch nicht vorne drauf. Ich habe einfach nichts vorne drauf. Das, was man braucht oder so. Ja, das habe ich nie vorne drauf. Das gehört da nicht hin. Also sie redet gerade von meinem Handy. Und sie sitzt neben mir. Das fühlt sich total komisch an zu reden, während Juli neben mir sitzt. Ey, du nimmst doch auf? Ja. Alter, du hast schon beendet. Ich habe dir jetzt einen Timer von 10 Minuten gestellt. Ja, ist okay. Das fühlt sich so widerlich an. So, das soll jetzt heißen. Nein, es fühlt sich komisch an zu reden, wenn einer neben dir sitzt. Hattest du das eben nicht? Ich war ja schon voll in dem Fahrrad und so. Okay, dann liegt es daran, dass ich keine Ahnung, was auch immer habe. Du bist albern. Hm? Du bist die Albernheit. Ja, ich bin die Albernheit und die Dummheit. Ich weiß, nein, Quatsch. Ja, das ist ja wohl logisch. Die Dummheit, da kommst du nicht mehr weg. Besser. Ich hab keine Ahnung. Wieso? Das ist doch Verarsche. Deswegen. Sei leise. Schweig still. Läuft hier voll. Oh, ich habe mich selbst umgebracht. Oh, naja, gut, dann wird die Folge halt nicht ganz so toll. Aber ich meine, das kann ja mal passieren. Immerhin habe ich 3 Wochen gar nichts gemacht. Obwohl 3 Wochen stimmt gar nicht. Ich muss mich echt hart zusammenreißen, um meine Gedanken nicht laut auszusprechen. Dass ich scheiße bin, brauchst du nicht. Nee. Was? Wir hören? Nee. Sag. Nee, sag ich dir später. Los, nein jetzt. Wenn ich es noch weiß. Na? Das kann ich nicht machen. Sag, ich meine, ich kann das löschen. Ich überlege so wieder neu machen, also. Achso, du meintest doch, dann wird diese Folge sowieso nicht so spannend wie... Was hast du nochmal gesagt? Dann komme ich in der Folge eh nicht weiter wie zuvor. Nee, dann wird die Folge eben nicht so spannend oder irgendwie sowas. Spannend nicht, nicht so gut vielleicht. Ja, dann habe ich mir so innerlich gedacht, war das jemals anders? Ja, mit nicht so gut meine ich aber nicht, dass ich gut bin, sondern dass ich nicht gut vorankomme. Ja, war das irgendwann mal anders? Ja, als ich nicht in dem Void-Modus war. So. Ist auch interessant, ich war bei Nihil und war noch nie als Gast. Ja, genau, wir haben jetzt einen Gast, Juliane, die mich gerade als Scheiße genannt. Naja, genannt hat, ne? Die mich gerade als Scheiße genannt. Alter, Deutsch. Das Wort Scheiße habe ich nicht benutzt. Benutzt du in deinem Let's Play Fachausdrücke? Anscheinend. Kraftausdrücke meine ich? Anscheinend, keine Ahnung. Wenn ich darauf achte, ich weiß nicht, worüber ich laber, während ich Let's Playe. Das ist immer nur so. Ich laber einfach nur und ich habe keine Ahnung, was ich sage. Und ich gucke es mir auch nicht an, damit ich nicht heulen muss danach. Keine Angst, das übernehme ich für dich. Heulen? Das ist süß von dir. Alter, Timing? Also ich hatte mir jetzt überlegt, wie ihr seht, dass ich die halt hier anhalte und dann einfach weiterschiebe, aber das hat immer noch nicht ganz so funktioniert und ich hasse diese Stelle. Sie hasst diese Stelle. Wo läufst du mit meinem Handy hin? Ja? Ah, Taschenrechner. Ja, genau. Mein Handy. Das hat dir nichts getan. Ja, ich werde. Du wirst mein. Was? Du wirst nichts mit meinem Handy tun. Mit deinem Handy doch nicht. Das ist mein Handy in Ruhe, ja? Nö. Willst du die echt so behalten? Ja. Oh Gott. Ist mir ja egal. Bester Let's Player ever! Ja, sag ich doch! Also, total Stuss! Ist mir ja egal! Haben wir mal was Vernünftiges jemals gemacht? Ich meine, ich komme ja eh nicht weiter. Es ist mir alles egal. Ihr seid alle scheiße. Es ist alles scheiße. Ich meine, will dich nicht. Nein, dich. Und jetzt habe ich selbst mal begonnen. Oh Mann, das ist so abgefuckter kleiner. Ja, ich benutze Fachausdrücke. Aber die
ganze Zeit schon, ja? Weiß ich nicht. Also, jetzt bin ich mir sicher, aber in letzter Zeit habe ich auch öfters... Hallo! Logik und so. Habe ich das öfters gemacht, deswegen habe ich das jetzt drin. Genauso wie das läuft bei dir. Das wird man ab jetzt im Let's Play leider viel zu oft hin. Das habe ich richtig drin, seitdem wir das so oft sagen. Und wir haben das nur aus Scherz angefangen. Wir haben das echt nur aus Scherz angefangen. Und jetzt sage ich das so oft, ich komme da nicht mehr von weg. Ich habe letztens gesagt, ja, jetzt sag das 3 Stunden nicht. Ich glaube, ich habe keine 10 Minuten durchgehalten. Ich hasse dich. Sie hat das Spiel gekauft. Glaubt ihr das? Also Nihilumbra, ich habe mir jetzt auch Nihilumbra gekauft, damit ich nochmal ein gutes Netz für machen kann. Du bist so eine kleine, abgepackte kleine Bitch. Das reicht, Alter, Nihilumbra war voll, ja, nee, du hast es gekauft, das ist ja nicht ja, falsch. Ja, ich hab's gekauft, aber weil ich das dann auch gerne mal für mich ausprobieren wollte. Dann. Weil das sieht relativ spannend aus. Also ist es spannend, wenn man weiterkommt. Jetzt gerade habe ich nicht ganz so viel Spaß, obwohl meine Konzentration gerade auch bei Null liegt. Naja, es sind ja nur 10 Minuten. Darauf warte ich auch, bis die zu Ende sind, damit ich in der neuen Folge ganz leicht so fluffig so, aha, das war ein Scherz. Ich habe in der letzten Folge nur versagt, weil ich es wollte. Ich wollte mal ein bisschen Zeit schinden und guck mal, jetzt hat sie eine Ausrede für die letzte Folge und jetzt hat sie sogar eine Ausrede für diese Folge, weil ich ab der zweiten Hälfte mit dabei daneben saß. Jetzt brauche ich nur noch eine Ausrede für die nächste Folge, warum ich hier nicht weiterkomme. Aber ich finde bestimmt eine. Also eine Ausrede sollte ich hinkriegen, das ist nicht so mein Problem. Ich meine, wieso? Wieso kann ich nicht so gut timen und so? Und jetzt kommt das, gerade jetzt, Alter. Weil du ein Grobmotoriker bist? Ja, das ist ja aber auch normal. War das mit Absicht? Ja, klar. Natürlich war das mit Absicht, dass die Kiste nicht dahin kommt, wo sie hingehört. Oh, also hast du es verkackt. Ja, selbstverständlich. Ich mach das bestimmt seit Anfang der letzten Folge und immer noch. Ich bin bis jetzt kein Stück weitergekommen. Aber die Kiste geht doch da kaputt, wenn du sie weiterschiebst. Ja, aber sie muss ja da hinten hin. Das heißt, ich muss das per Timing machen. Aber so Timing aber und ich... Aber da bist du nicht so gut dran. Genau. Das ist das Problem. Ja, weil wenn ich das danach mache, wenn das unten ist, funktioniert das auch nicht. Oh, jetzt klappt es bestimmt. Das wollte ich voll machen. Also wie gesagt, ne, deswegen bringt das gerade sehr viel Spaß, dieses Spiel, weil man, wenn man nicht weiterkommt, ist es so schön. Und ich werde es niemals in meinem Leben googeln. Ja, ich hab's geschafft, jetzt muss ich es nur noch überleben. Ich schwöre, wenn ich da reinfalle, ich würde so durchdrehen. Nein, nein. Da kommen auch welche, das weiß ich genau. Jaha, Bitches, ich hab's gesehen. Ja, ich hab's geschafft. Ja, ich hab's geschafft. Jetzt spiele ich nicht mehr weiter. Und das war so klar. Ich hasse euch alle. Und das war... Was? Wie soll ich das denn machen? Das ist schon wieder mal Unlogik hoch 10. Unlogik auch. Hahaha. Guck mal, ne? Es fällt ja runter, sobald ich einfach nur hier lang laufe. Und dann kommen da die Dinger, die machen mich tot. Ah, ich vergaß, ich habe ja Eis. Ja. Allein so ganz locker, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe nur zugeguckt, ne? Ja, mit Eis musst du das machen. Funktioniert auch nicht. Ja, du musst schneller sein. Lauf, Charlie, lauf. Und jetzt los weiter. Guck. Ja, aber es ist, wenn du das Spiel gespielt hast, vergisst du nachher, dass du andere Farben hast. Du hast nur 2 Farben. Abfahren. Ist wirklich so. Läuft bei denen. Ja, gut, tut mir leid, das weiß ich auch nicht. Also ich weiß, dass ich hier irgendwie noch eine 2. Kiste bräuchte. Ja, du kannst auch die Kiste da rauf und den Ding schieben. Ja, aber dann... Ach so, ja, das geht aber zu schnell hoch. Oh. Auch wenn es zurückfällt, ist da eine Kiste. Du meinst da, wo die ganzen Stampfer sind? Nee, da wird er. Habe ich mir auch gerade so gedacht. Ich glaube nicht, dass du da eine Kiste... Habe ich mir auch so gedacht. Viel krasser ist das hier. Und genau deswegen liebe ich den Voidmod so. Er ist so süß. Aber warte, vielleicht kann ich. Wenn das funktioniert. Vielleicht funktioniert das ja. Bezweifle ich zwar hart, dass es funktioniert, aber man kann es ja mal probieren. Muss grün sein.
Das funktioniert. Oh. Weißt du, wie ich tun soll? Ja, ich komme trotzdem nicht rüber. Oha. Ich versuche einfach mal mit Eis darüber zu springen. Aber irgendwie habe ich ein bisschen Angst, dass das nicht ganz so passt. Läuft. Ja. Oh toll, jetzt muss ich warten. Jetzt ist das Spiel abgekackt. Toll. Du hast die Lösung gefunden. Bitte. Nein, wieso jetzt? Hm? Wieso kackt das Spiel jetzt? Ach so. Sind die 10 Minuten nicht schon rum? Gut, ab in Level Nummer 5 von Level Nummer 1. Das hört sich voll komisch an. Oh, du musst jetzt alle Level nochmal zurück machen. Ja. Boah, du bist ja nächstes Jahr noch nicht fertig. Hab ich das nicht gesagt? Bin ich nicht der beste Gast ever? Ja, aber... Läuft bei euch. Aber das weiß ich, wie ich das mache. Nee, hab ich nicht. Ach ja, bei dir geht das ja nicht. Ja, also wie ihr gesehen habt, schilde ich jetzt, hänge ich jetzt an der Wand, wo ich eigentlich gar nicht ran kann. Das heißt, es stimmt was nicht. Deswegen beende ich hier diese wunderbare Aufnahme von meinem wunderbaren Spiel und wünsche einen schönen Tag und spielt Nihilumbra Void Modus. Yay! Nein, Quatsch. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Tüdelü und... Bye, bye. Ach ja, genau. Juli war auch noch da. Bye, bye. F9.